Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einem, ja, im Prinzip auch zu einem Video, das wieder so an sich nicht wirklich geplant war. Aber das muss jetzt einfach sein. Ich habe Harry Potter and the Cursed Child gerade eben beendet, vor ungefähr 10 Minuten. Und dachte mir, ja, dazu müsstest du eventuell was sagen. Es ist einfach, ja, ich würde gerne eine Art Rezension dazu machen. Das Problem ist nur, es ist schwierig, Rezensionen zu machen, ohne zu spoilern. Gerade bei diesem Buch ist es unglaublich schwierig, was darüber zu erzählen, ohne von der Story irgendwas zu spoilern. Es ist wirklich unfassbar schwierig. Deswegen werde ich versuchen, das ein bisschen zweigeteilt zu machen. Ich habe das bei Zeugs gesehen. Übrigens, mal wieder eine Empfehlung an alle Harry Potter-Fans. Zeugs unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ist ebenfalls ein junger Mann, der unheimlich Harry Potter fixiert ist und auch sehr, sehr viele sehr, sehr coole Videos macht. Auch wenn er sich dringend eine neue Kamera anschaffen müsste. Ja, der hat das ähnlich gemacht. Der hat auch ein Video gemacht, wo er sozusagen eine kurze Rezension spoilerfrei gemacht hat und danach eine hochgeladen hat, in der dann Spoiler enthalten waren. Und ich habe zumindest den Wunsch, das so zu machen, dass ich das beides in ein Video packe, in der Hoffnung, dass das nicht zu lang wird. Sprich, ich werde am Anfang ein bisschen was dazu sagen, was spoilerfrei ist, und werde dann aber wirklich auch vorher warnen, wenn ich zu dem Teil übergehe, in dem die Spoiler enthalten sind und ab dem ihr das Video dann vielleicht auch nicht mehr gucken solltet. Gut, aber was man auf jeden Fall zuallererst sagen muss, ist die Tatsache, dass das hier, es ist offiziell das achte Buch. Es ist offiziell das achte Harry Potter Buch und es spielt nach der eigentlichen Harry Potter Reihe. Also es setzt nahtlos an dem Epilog des siebten Buches an. Also da, dieser Epilog 19 Jahre später, genau da setzt das hier an. Und es ist aber kein wirklicher Nachfolger der Bücher. Also es ist kein Roman, sondern es ist ein Skript. Das steht hier auch, glaube ich, irgendwo drauf. Ja, oben, ganz groß. Bäh, lest es euch. Special Rehearsal Edition Script. Das ist wohlgemerkt auf Englisch. Die deutsche Version erscheint, ich glaube, im September. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, irgendwann im September erscheint die deutsche Version. Es ist das erste Buch, das ich tatsächlich auf Englisch gelesen habe und ich muss zugeben, es liest sich sehr gut auf Englisch. Also auch für diejenigen, die nur Schulenglisch hatten oder jetzt nicht so perfekt Englisch können, es liest sich tatsächlich relativ einfach. Ich brauchte eigentlich keinen Übersetzer dafür. Also es gibt ein paar Wörter, die habe ich jetzt zwar nicht verstanden, aber das macht nichts, denn den Grundzusammenhang, den habe ich verstanden und das ist das Schöne daran. Also, es spielt auf jeden Fall nach der Harry Potter-Reihe, aber es darf nicht als eigenes Buch gesehen werden, denn es ist ein Skript. Es ist, das Skript zu einem Theaterstück ist demnach in der Dramenform gehalten. Das heißt, hier sind Dinge aufgeschrieben. Ich kann euch das hier mal ganz kurz zeigen. Vielleicht finde ich ja auch. Ja, genau. Hier sieht man das ganz schön. Hier sind die Namen, zum Beispiel Professor McGonagall, Harry, Professor McGonagall, Harry und so weiter. Und hier sind dann auch so, ja, so Anweisungen. So Regieanweisungen in Anführungszeichen, die dann sagen, was die Schauspieler dann da gerade machen sollen, beziehungsweise wie sie reagieren sollen. Jeder, der schon mal ein Theaterstück gesehen hat oder wie ich zum Beispiel auch Theater gespielt hat eine Zeit lang, der weiß durchaus mit sowas was anzufangen. Und ich muss zugeben, ich lese Dramen oder solche Bücher in Dramenform unheimlich gerne. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Aber ich weiß, dass ich in der Oberstufe, als wir damals Dramen durchgenommen haben, da sollten wir zwei Dramen lesen, ein geschlossenes und ein offenes in mehreren Akten. Und ich war unfassbar begeistert davon. Ich habe die so gerne gelesen und ich habe auch später dann meine Hausarbeit über diese zwei Dramen verfasst. Das waren namentlich Don Carlos und Dantons Tod. Die habe ich auch immer noch in meinem Bücherregal stehen und die lese ich auch jetzt immer noch wieder ganz relativ gerne. Immer mal wieder durch. Und so hat mir dann auch das hier relativ gut gefallen, weil es sich auch einfach schön lesen lässt, meiner Meinung nach. Man darf es dementsprechend aber auf gar keinen Fall mit den Büchern vergleichen. Es ist was vollkommen anderes. Es ist auch im Endeffekt, ja, es ist halt einfach ein Theaterstück und es ist für ein Theaterstück geschrieben. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Es gibt Dinge, bei denen ich mir
beim Lesen vorgestellt habe, wie cool das wohl auf der Bühne aussehen muss, wenn man das so umsetzt. Und es ist auch ziemlich cool beschrieben, wie dann mit dem Publikum interagiert wird und wie das Publikum in das Gesamtspiel mit einbezogen wird sozusagen. Das ist ziemlich cool geschrieben, meiner Meinung nach. Dementsprechend für alle Dramenfans auf jeden Fall eine große Empfehlung. Wenn ihr Harry Potter-Fan seid, dann natürlich erst recht. Was ich glaube ich sagen kann, ohne dass ich jetzt zu viel vorwegnehme, ist die Tatsache, dass es hauptthematisch um Zeitreisen geht. Und das fand ich, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss es unbedingt lesen. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich warte nicht auf die deutsche Version, oder das wollte ich am Anfang ursprünglich. Ich warte nicht auf die deutsche Version, sondern ich hole es mir jetzt schon und muss es definitiv lesen, denn ich weiß, dass Geschichten, die mit Zeitreisen zu tun haben, immer entweder, also es gibt zwei Möglichkeiten, wie das ausgehen kann. Entweder man hat Ahnung von Zeitreisen und es ist unfassbar gut geschrieben, oder man hat keine Ahnung von Zeitreisen und es ist der größte Bullshit. Ich möchte jetzt mal nicht unbedingt darauf eingehen, was das hier ist, aber die Tatsache, dass es um Zeitreisen geht, war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss es mir definitiv schon holen. Und ja, ich finde, das war das Geld auf jeden Fall wert. Inhaltlich, ja. Also für alle Hardcore-Harry Potter-Fans, die müssen erst recht daran erinnert werden, dass das hier ein Skript ist und nicht eine Fortsetzung der Harry Potter Bücher. Denn es ist inhaltlich ein ziemliches Durcheinander. Es ist kein Roman. Es ist inhaltlich auch schwierig, nur mit einem Roman zu vergleichen. Man muss sich das ein bisschen, man muss das, wenn man es dann mit den Harry Potter Büchern vergleichen will, muss man da auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass die Bücher eine Reihe waren. Es war eine sieben Bücher beinhaltende Reihe, wo sich Geheimnisse und Hintergrundwissen irgendwann miteinander verflochten haben. Es wurden Fäden gesponnen, feine Fäden, die sich irgendwann am Ende alle zusammengefügt haben, zu einem großen Bild. Und das ist was, was man mit einer siebenbändigen Harry Potter-Reihe machen kann. Dadurch ergibt das alles Sinn, dadurch hat das Tiefe, dadurch hat das eine Wirkung. Das ist in einem einzigen Buch, in einem Buch, das das Skript für ein Theaterstück ist, das muss man sich auch mal dazu überlegen, nicht möglich. Man liest im Prinzip auch nicht viel von dem, was passiert, sondern man liest viel von dem, was miteinander gesprochen wird. Das hier baut natürlich auf Konversationen auf und nicht auf Aktionen. Natürlich auch mitunter auf Aktionen, aber die sieht man halt nicht und die werden nur ganz kurz und knapp beschrieben in den Regieanweisungen. Dementsprechend hat das, wie gesagt, keine wirkliche Tiefe. Es ist jetzt nicht so, dass man die Gefühle der Leute unendlich in die Tiefe beschreibt und die ganze Zeit das Gefühl hat, man fühlt mit den Leuten mit. Das hat man am Ende natürlich tatsächlich doch, aber es ist einfach was vollkommen anderes als die Buchreihe. Und man muss sich auch mal ein bisschen überlegen, man darf hier auch gar nicht zu viel reinpacken. Es ist und bleibt ein Theaterstück und die Leute, die sitzen da in diesem Theater und sitzen da irgendwie 4, 5 Stunden und gucken sich dieses Theaterstück an. Und wenn ihr jetzt überlegen würdet, dass so ein Harry Potter Buch mit dem hier verglichen wird, dass ein Harry Potter Buch ein Theaterstück ist, das müsste man über 3 Tage aufführen. Das würde überhaupt nicht gehen an einem Abend. Ne? Nur mal so als kurzer Reminder für alle, die das lesen und denken sich, was ist das denn für ein Bullshit? Weil ich muss zugeben, es war immer mal wieder so eine Mischung aus geschockt sein, amüsiert sein und überhaupt nicht mehr zu wissen, was man jetzt davon halten soll. Also, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, das Buch ist nicht von J.K. Rowling selbst geschrieben. Es ist von ihr abgesegnet. Es ist von zwei Leuten geschrieben, die sich namentlich, lasst mich nicht lügen, ach, steht glaube ich hier auch, ne? Genau. John Tiffany und Jack Thorne haben dieses Buch geschrieben und J.K. Rowling war nur diejenige, die das Ganze abgesegnet hat und gesagt hat, okay, ihr dürft es drucken. So, ne? Also am besten auch nicht auf diese Art und Weise mit den Büchern vergleichen. Es ist nicht von J.K. Rowling geschrieben, es ist nicht aus ihrer Hand entstanden, es ist einfach nur von ihr inspiriert worden durch die Harry Potter Bücher. Und es ist am Ende von ihr abgesegnet worden. Aber es ist einfach nicht das, was wir von Harry Potter kennen. So, das muss euch einfach ein bisschen im Hinterkopf bleiben, wenn ihr es lest. Und ich denke mal, dann kann es aber auch auf jeden Fall jeden Harry Potter-Fan durchaus sehr amüsieren.
Mich persönlich hat es wirklich sehr amüsiert beim Lesen. Und bei einigen Stellen dachte ich mir dann auch so, what the fuck? Ja, wie gesagt, ich möchte ungern näher darauf eingehen, weil ich dann zwangsläufig spoilern würde und das möchte ich nicht. Gut, aber so viel zum Inhaltlichen. Es ist auf jeden Fall was, was ich jedem Harry Potter-Fan empfehlen würde. Und seid euch aber dessen bewusst, dass es einfach ein Skript ist und dass es ein Theaterstück ist und dass es nicht mit den Büchern vergleichbar ist. Und jetzt möchte ich dann gerne zu dem Punkt kommen, wo ich anfange zu spoilern, weil ich möchte dann ganz gerne auch ein bisschen mit euch und mit denjenigen, die es schon gelesen haben, ein bisschen in die Diskussion kommen. Denn das ist ein Buch, das so viel Diskussionspotenzial hat. Das ist der Wahnsinn. Also wenn ihr wirklich nicht gespoilert werden wollt und es noch nicht gesehen habt, dann schaltet jetzt bitte ab. Dann werde ich mich jetzt schon mal von euch verabschieden und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich denke, wir sehen uns dann vielleicht wieder, wenn ihr das Buch gelesen habt. Bis dann.